Oh Mann, ich habe gerade so einen blöden Fehler gemacht. Ich dachte, ich bin die ganze Zeit am Aufnehmen, aber nein, ich war nicht am Aufnehmen. Ich habe einfach mal Selbstgespräche geführt. So sieht's aus. Einige Male gefailt? Ja, das habe ich, sogar mehrmals. Ich habe keine 96 Leben mehr, sondern 85 Leben. Der Level von eben war nicht einfach, aber... Jedes Mal, als ich den Level ein erneutes Mal wiederholt hatte, bin ich ein wenig weitergekommen. Und genau dann ist mir aufgefallen, dass ich gar nicht auf Aufnahme starten gedrückt habe. Ja, kurz davor habe ich mich noch um die Einstellungen gekümmert. Mir ist neulich in Super Mario Maker, also jetzt auf die Parts bezogen, etwas aufgefallen. Und auch in dem heutigen Part, Mario Kart 8, dass hin und wieder mal gewisse Szenen unscharf sind. Ich habe mich halt gefragt, woran das liegen könnte. Und dann habe ich mal jemanden heute auf dem Discord-Server gefragt, der sich mit solchen Sachen etwas besser auskennt als ich. Der meinte, du, wie wäre es, wenn du mal die Videobitrate höher stellst? Da bin ich von 2500 auf 6000, nee, auf 12000 sogar hochgegangen. Mal gucken, wie die Videoszenen jetzt so sein werden. Ich hoffe, die sind scharf oder beziehungsweise schärfer. Hä? Ich muss die gar nicht bekämpfen. Okay. Ich meine, ich bekämpfe sie die ganze Zeit, aber sie kommen immer wieder und immer wieder. Hä? Okay. Und ja. Genau. Nochmal das von eben zu Ende zu führen. Ich habe jetzt die Videobitrate erhöht. Ich hoffe, dass die Videoqualität in Super Mario Maker und in Mario Kart 8 sich jetzt ab jetzt verbessern werden. Soll ich jetzt darüber springen? Da ist eine Feuerblume. Ich glaube, ich versuche mal eine Wolke zu holen. Oh. Lass mich in Ruhe. Och nö, ich habe mich jetzt so sehr darauf konzentriert, runterzugehen, dass ich gar nicht daran gedacht habe, dem Stachy auszuweichen. Mist, ey. Okay. Laufen, 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 laufen. Und am besten so lange wie möglich in der Feuerform bleiben. Ja, wir müssen uns definitiv einen Lakito klar machen. Ja, das ist jetzt nervig. Hier mit den Stachis, das ist... total gefährlich, ey. Und wie mache ich das am besten? Ja, wir brauchen definitiv eine Wolke. Mist. Mist, 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 Mist. Mist. Nein, jetzt kann ich den Block nicht mehr kaputt machen. Oh nee, ey. Das gibt's doch nicht. Sowas regt einen sowas von auf. Ich will die ganze Zeit den Block kaputt machen und kurz bevor ich davor bin, den Block kaputt zu machen, berührt mich irgendein Gegner auf. Ganz dreist, ey. Sehr schön. Eine Wolke bitte. Nee, ne? Ich krieg keine Wolke. Ey, das gibt's doch nicht. Das Ding ist, diese Geräusche auch die ganze Zeit. Die irritieren mich total. Selbstschuld. Warum mache ich das auch? Okay, ich würde vorschlagen, dass wir erstmal bis auf die rechte Seite laufen. Von hier aus machen wir erstmal von unten zwei Blöcke kaputt. Genau. So, und jetzt muss ich mal überlegen. Genau. Spring durch. Nee. Ich versuche mal auf einen Stachy zu springen. Was für ein wahnsinniger Level. Der Level ist überhaupt nicht schwierig strukturiert. Aber ich komme einfach nicht klar hier. Oh, ein Stern wäre geil. Genau, Stern wäre cool. Nee, hier sind wirklich nur Fische, ey. Voll sozial. So, her mit der Wolke. So, runter. Ja, abhauen, 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 abhauen. So, und her mit der Feuerblume. Oder nee, besser nicht. Oh, pass auf. Pass auf vor den Elementen. Oh, am liebsten... Ach, ich verzichte auf die Feuerblume. Hier ist ja das Ziel. Ja, nice, Leute. Oh, Gott sei Dank. Fortschritte mache ich jetzt, glaube ich...
Ja, so langsam, langsam, ne? 5 Minuten habe ich jetzt gebraucht für ein Level im schwierigen Modus. 84 Versuche. Naja, Sterne gibt es auf jeden Fall. War ziemlich nett und kreativ. Hat Spaß gemacht. Weltrekord 24. Meine Zeit 28 Sekunden. Auch nicht schlecht. Gut, Leute, weiter geht's. Ach ja, gebt mir bitte gerne Bescheid oder beziehungsweise Feedback, wenn ihr mögt, auf die Videoqualität bezogen. Das ist mir persönlich auf jeden Fall wichtig. A try, ein Versuch. Richie, auf Englisch und auf Deutsch, warum? Ein Versuch. Warum ein Versuch? Brauchen wir vielleicht die Hilfe von Kugelwilli? Oh, ich werde voll nervös gerade. Aber warum bin ich so nervös? Ich verstehe das nicht. Das begreife ich in der Zeit nicht. Ich bin so nervös, wenn ich Super Mario Maker spiele. Und ich bin nicht mal unter Zeitdruck. Ah, okay, also ein Power-Up fehlt mir gerade, um ehrlich zu sein. Oh, jetzt verstehe ich, warum der Level ein Versuch heißt. Ja, jetzt verstehe ich das. Jetzt müssen wir wieder neu starten. Sobald wir die blaue Palette. Sobald wir die blaue Platte erreicht haben, müssen wir direkt auf die rechte Seite springen, wo sich die Gombas befinden. Kugelwilli, komm mal gerne mit, wenn du magst. Vielleicht kann ich noch deine Hilfe gebrauchen. Doch, Kugelwillis Hilfe könnte man auch zur Sicherheit in Anspruch nehmen, wenn er mal wieder rauskommen würde aus der Kanone. Doch, er kommt raus. Jawohl, das sieht doch gut aus. Weil mit seiner Hilfe könnte man das schon hinkriegen. Ach, schade. Okay, wir warten auf Kugelwilli. Jawohl, er kommt. Kugelwilli, hier bin ich. Ja, genau. Ach, schade, ey. Ich dachte, ich bin auf das Trampolin gesprungen. Vielleicht können wir das wirklich mit seiner Hilfe schaffen. Ich probiere das mal einmal aus. Wenn ich merke, ich kriege das nicht hin, dann lasse ich das sein. Ach, schade. Ich bin viel zu früh auf Kugelwilli gesprungen. Gut, Neustart. Doch, doch, also auf den Level habe ich Bock. Ich finde den ziemlich nett irgendwie. Also, die 100 Mario Herausforderung Challenge ist mal eine mega geile Idee. Ein richtig geiler Modus. Ich meine, diese Leveln kann man ja auch so spielen, wenn man nach den Leveln sucht. Aber in diesem Modus ist es halt so, dass man am Ende auch nochmal was gewinnen kann. Zum Beispiel, man kann Kostüme freischalten. Macht halt Spaß, ihr kennt das doch. Hier muss ich durchkommen. Warte mal. Ist das auch der richtige Weg? Wie jetzt? Was soll denn das? Nochmal. Ja, diesmal habe ich mich nicht treffen lassen. Ich glaube, dieser Level ist jetzt nicht unbedingt so lang. Nur man braucht halt lange, um ihn abzuschließen. So. Nein, nochmal. Und rauf da. Wie mache ich das hier, Leute? Ah, immer wenn sie hier hin und wenn sie sich hin und her bewegen, genau dann sollte ich sie mal attackieren. Nein, nein, nein. Das sind ja nicht mehr so viele Gumbas jetzt. Okay, um den kann ich mich erstmal kümmern. Der ist hier alleine unterwegs. Okay, noch 3 Gumbas. Soll ich mich da in die Mitte stellen oder? Ich glaube, ich warte noch. Nicht runterfallen, das ist ja auch das Problem, ne? Das ist mir ja vorhin passiert. Komm schon. Jawohl. Jetzt muss ich mich nur noch um diesen Gumba kümmern. Bloß nicht einfach runterfallen lassen, Kanscha, sondern wirklich auf den Kopf springen. Sicher ist sicher. Jawohl. Jawohl, 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 jawohl. Ich hoffe, dass wir in diesem Part wieder mindestens 3 Leveln abschließen können. Oh, gibt es dafür ein One-Up? Ja, nett. Ist hier vielleicht irgendwas versteckt? Oh nee, ne? One try, jetzt geht's los. Och nö, ne? Jetzt geht's los, Leute. Da müssen wir einmal sprinten und jumpen. One try, soll ich das einfach mal durchziehen, indem ich sprinte und nur jumpe?
Ah, wieso habe ich nicht die Münzen von Anfang an eingesammelt wegen den One-Ups? Stimmt, das war blöd. Okay, dann müssen wir jetzt alles nochmal wiederholen. Aber ich denke, dass ich die Kombos dieses Mal etwas schneller erledigen kann. Hoffe ich doch. Oh, Hauptsache nicht runterfallen. Ich habe irgendwie gerade das Gefühl, dass ich die Kombos schneller besiegt habe. Ja, Leute, manche Sachen muss man wirklich des Öfteren machen. Also des Öfteren bedeutet hier in dem Falle mindestens zweimal. Dann sieht die Sache anders aus. Oh Mann, ey, das mit dem Abgrund ist ja mega eklig. Jetzt ist die Frage, wie ich da klarkomme. Aber das finde ich hier cool, dass man hier One-Ups kriegen kann. Sehr nett. So, und hier. Oh, jawoll. Jawoll. Gott sei Dank. Sehr, sehr schön. Das bedeutet, wir können uns in diesem Part noch ein Level anschauen. Und mit diesem Level können wir abschließen. Sehr schön. Wieder einen weiteren Level im schwierigen Modus erfolgreich abgeschlossen. Stern, ja, gibt es auf jeden Fall. Ich fand die Stelle mit den Gumbas ganz oben sehr, sehr nett. Und auch diese Stelle eben gerade, als man von Block zu Block rüberspringen musste. Sehr, sehr gut. Ich musste irgendwie an ein Level aus der 8. Welt aus Super Mario Bros. Denken. Das war auch wiederum so eine Stelle, an der ich sehr, sehr viele Probleme hatte. The True King? Okay, ist das ein Castle-Level? Ja. Schloss-Level. Du bleib schön bei mir. Boah, habt ihr gesehen, wie Blobber herausgeschossen kam? Boah, wieso ist denn Blobber so schnell? Oh ne, ich muss hier einmal düsen. Oh, Gumba, verdrück dich. Hä, und jetzt? Hä? Was war denn das? Ist ja mega heftig. Wieso ist das hier da? Ich verstehe diesen Level nicht. Ist das wirklich? Ist dieser Level wirklich gerade im schwierigen Modus? Wo kam der Pilz nochmal her? Hä? Wo habe ich den Pilz her? Wo war nochmal der... Hä? Hier war doch irgendwo ein Pilz. Wo kam der nochmal her? Hä? Ich verstehe das gerade überhaupt nicht. Wir haben doch gerade einen Pilz erhalten, Leute. So, von hier habe ich den Pilz bekommen. Ich habe eben gerade total vergessen, wo der Pilz herkam. Ich dachte, der Pilz kam von der Kanone herausgeschossen. Alleine schon, das ist voll funny. Blubber, ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Bist du noch da? Okay, greif mich jetzt bitte nicht an. Genau, jetzt gehe ich mal runter. Komm mit. Würde mich darüber freuen. Boah, was für Buhus. Jetzt verstehe ich, warum dieser Level im schwierigen Modus ist. Nee, der ist nicht zu unterschätzen, dieser Level. Okay, mal gucken, wie ich das jetzt hier hinkriegen kann. Ich will erstmal hier rein in den Kreis. Und mich verbrennen lassen, natürlich. Nee, Spaß beiseite. Ich muss zusehen, dass ich in der großen Form da oben ankomme. Ich glaube, deswegen gibt es hier auch so einen versteckten Pilz, weil in der großen... Ja, toll. Hier hat man nochmal die Chance, das gerade zu biegen. Oh, schön gemacht. War nicht beabsichtigt. Oh, komm schon. Einfach durchgezogen. Ja, nice. Leute, ich würde vorschlagen, dass wir mal hier einen saftigen Cut machen, da einige Super Mario Maker Parts ziemlich lang waren. Und wir hier in diesem Part, ja, ich würde behaupten, mehr Erfolg hatten als beim ersten Mal, als wir die Challenge wahrgenommen hatten. Deswegen würde ich sagen, dass wir das so belassen und... Wir sehen zu, dass dieses Video auch positiv endet. Ich freue mich mega gerade. Freue mich schon auf den nächsten Part. Und ich freue mich wieder darüber, dass ihr erscheinen tut. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwelche ja, selbst erstellten Level habt, die ihr mir gerne zusenden wollt, schreibt sie gerne in die Kommentare oder schickt sie mir gerne über Discord oder Instagram, wie ihr mögt. Ansonsten macht es gut und bis zum nächsten Part. Tschüssi, Leute.